So, ihr Lieben, willkommen hier zurück zu Transportfieber. Weiter geht's mit der Kampagne. Die Menschheit bringt laufend neue, großartige Erfindungen. Die Insel Java. Ein tropisches Juwel inmitten des Indischen Ozeans, gewissenhaft verwaltet durch akribische niederländische Bürokratie. Wir schreiben das Jahr 1870 und die Kolonie befindet sich im Umbruch. Neuerdings ist es Privatpersonen erlaubt, Ländereien zu pachten und Plantagen zu bewirtschaften. Das fruchtbare Land bietet ideale Bedingungen für den Export zahlreicher Kolonialwaren. Auf zu einem exotischen Erlebnis. Niederländisch Indien. Gewiss das vortrefflichste Kolonialreich unter der Sonne. Voll mit köstlichen Früchten und wohlfeilen Arbeitskräften. Du stehst im Dienste der Kolonialverwaltung. In der Ingenieurskunst hochbegabt, bist du berufen, das hiesige Transportwesen zu reformieren. Komplettiere diese Aufgabe zur Zufriedenheit der Krone. Dann winkt dir vielleicht gar der Gouverneursposten. Ist nicht viel Fläche? Transport ist eine sehr gefragte Dienstleistung auf diesem wenig zivilisierten Eiland. Es ist bei Strafe verboten, Zugtiere wie Ochsen zu essen. Deshalb hat dich die Kolonialverwaltung beauftragt, eine Eisenbahn zu bauen, auf das die Plantagenwirtschaft prosperiere. Der köstliche Kaffee soll aus dem fruchtbaren Hinterland zwecks Verarbeitung in den Betrieb nahe der Stadt befördert werden. Wer weise und wohlfeil bauen will, vermeidet unnötige Steigungen. Nimm die erforderlichen Vermessungsarbeiten vor. Aktiviere das Overlay für Höhenlinien. Das wollte ich ja schon in der ersten Mission machen. Errichte eine Strecke von der prosperierenden Plantage durch das tückische Terrain bis zur Verarbeitungsfabrik, wo die Kaffeefrüchte geschält werden. Also bis nach hier vorne, da ist noch gar kein Bahnhof. Den errichten wir jetzt als erstes. Oh, ist doch ein bisschen sehr schief geworden. Das habe ich wieder verbockt. Obwohl, es geht noch. Wenn wir hier bauen, ist es noch in Ordnung. Ja. Haben wir noch die Maximalgeschwindigkeit. Sehr schön. Ein Depot tut Not. Genau, auch das brauchen wir. Ist es vorgegeben? Soll ich hier also irgendwo noch dazu bauen? Und mal sagen, auf das andere Gleis, dann am besten hier. Erwerbe käuflich eine komplette Komposition samt Lokomotive und Waggons. Hier vorne war mir das einfach zu eng. Und hier umgehen wir dann auch nochmal den Anstieg. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal reingesetzt. Ihr könnt es natürlich anders machen. Wenn ihr es im Übrigen erwerben wollt, denkt daran, unten ist der Link zu Games Planet. Da kriegt ihr das Spiel dann immer günstiger. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ist natürlich deutlich stärker vom Geld her. Oh, diesmal haben wir nur noch die Hälfte zur Verfügung. 4 Waggons. Kaffee kann man nur mit diesem transportieren. Nun können die Kaffeebohnen aus den Plantagen auf den Weg zur Weiterverarbeitung verbracht werden. Linie anlegen und diesmal sagen wir aber gleich hier unten wollen wir, dass der Zug vollgeladen wird. Und den weisen wir jetzt natürlich noch dieser Linie zu.
Und damit der Zug jetzt nicht so unnötig bis nach da hinten fährt, wir warten mal kurz, bis er draußen ist. Also ich würde sagen, diese Lok gab es auch schon bei Transport Fever 1. Ich weiß, es sind neue Fahrzeuge verfügbar, aber die kommt mir gerade richtig bekannt vor. Ich meine, gut, die Pferdekutschen gab es ja auch schon bei Transport Fever 1. Davon mal ab. Aber ich glaube, mit der hatten wir in der Kampagne am Anfang auch immer sehr viel hantiert. So, und die Option gibt es hier noch. Wenden. Und jetzt schicken wir die Lok mal in die andere Richtung. Unglaublich, was die jetzt hier schon für Kosten verursacht hat. Nicht nur der Kaufpreis, sondern die Unterhaltskosten, die wir haben. Das ist gewaltig. Und hier gibt es die ersten Kaffeefrüchte. Und aus diesen Kaffeefrüchten werden dann Kaffeebohnen. Produktion 0 von 100, versendet 0 von 100, Transport. Das wird vielleicht in dieser zweiten Mission mal etwas genauer vorgestellt. Kaffeefrüchte liefern, da sind wir jetzt dabei. Während der Zug hier fährt, können wir das Ganze mal genießen. Ich finde, das sieht fantastisch aus. Schon bei den Entwicklervideos habe ich mich riesig darauf gefreut. Richtig schön gemacht, wenn man mal so reinzoomt und sich die Zeit nimmt. Und das ist bei Transport, ja, Transport wie wir einfach auch notwendig, sich mal die Zeit zu nehmen und sich das Ganze hier anzuschauen. Hier, ich war schon auf der Suche. Ach, der begrüßt uns sogar. Hallo. Ein Bär. Ja, da dachte ich ja in Mission Nummer 1, dass das hier das ganz große Ungetüm wäre. War es am Ende gar nicht, ne? So, Lieferung ist gleich angekommen. Und dann geht's hier auch weiter mit der nächsten Aufgabe. Welch eine superbe Bahn. Sie leistet den hiesigen Plantagenpächtern wahrlich wertvolle Dienste. Frisch vom Felde gelangen die Früchte flugs zur Fabrik. Von dort muss der köstliche Kaffee der Kolonie in die Kontore der Hafenstadt verbracht werden, zum Zwecke des Exports. Das sollte man nicht den hiesigen Kulis überlassen. Zu gemächlich, zu ineffizient, zu unzuverlässig. Damit der vorzügliche Kaffee unbeschadet in die Stadt gelangt, erfordert dies eigens errichtete Stationen, die sich notfalls auch vor plündernden Horden bewachen lassen. Ich sehe gerade, wir haben hier auch diese Möglichkeit. Müssen wir gar kein Gebäude abreißen, sondern... Ah, nee, geht doch nicht. Wir sollen ein Gebäude abreißen. Oh, ich will das ja immer gar nicht. Mann, ich will die Städte nicht immer so zerstören. Sind auch noch alles Kaffeehäuser, wo der dann angeboten wird. Naja. Es ist soweit. Der beförderlichen Beförderung in die hiesige Hafenstadt steht nichts mehr im Wege. Schicke die Karren mit Kaffee auf den Weg. Hier auch vollladen. Und ganz wichtig, ein Depot. Das brauchen wir noch. Bauen wir mal gegenüber. Ach, hier kann man die einzelnen Depots auch direkt anwählen. Das ist ja praktisch. Habe ich beim letzten Mal noch gar nicht gesehen. Kapazität 5, 5, 4. Pritschen, Pferdewagen und Planen, Pferdewagen. Wir können das ein bisschen kombinieren. Die Fabrik findet sich nun in der erbaulichen Lage, verarbeiteten Kaffee in die Stadt schicken zu können. Damit sie ein erkleckliches Wachstum erfährt, müssen ihre Erzeugnisse eine kaufkräftige Klientel erreichen. Mal ganz kurz Pause. Warte, bis die Pferde fuhrwerke, die Kaffeebohnen. Okay.
Dauert die Produktion so lange? Weil aktuell wird ja noch gar nichts verladen. Da mache ich mir gerade ein paar Sorgen. Hab ich hier irgendetwas? Übersehen habe ich eigentlich nichts. Aber ich meine, Zucker wollen wir ja auch gar nicht liefern. Oh, jetzt habe ich so viele geholt, sind natürlich auch laufende Kosten. Aber eigentlich müssen die auch Kaffee transportieren können. Guck mal, ob wir das irgendwo festlegen können, was der hier abholen soll. Das sind die Farben, Ersätze, Klonen, Depot. Also wir kriegen hier keinen Kaffee. Aber es ist dicht genug gebaut. Versendet, jetzt geht's los. Nee. Mit wem verschickt ihr das denn, wenn nicht mit uns? Ah, jetzt habe ich was gesehen. Jetzt habe ich aber was gesehen. Jetzt. Okay, das hat echt gedauert. Oh, hier haben wir auch noch mal ein Tier. Ein Fuchs. Ah, seht ihr, wenn man mal genauer hinschaut, entdeckt man einige. Hier ist noch einer. Finde ich schön. Wirkt dann natürlich auch ein bisschen aktiver und lebendiger. Oh, was haben wir denn hier? Dein kompetenter Lokomotivführer Lukas scheint wie vom Erdboden verschluckt. Oder von was oder wem auch immer. Nun denn, Ersatz tut Not. Ob jemand der Eingeborenen dieser diffizilen Aufgabe gewachsen ist? Einige Ansässige zeigen Interesse daran, die überaus noble Profession des Lokomotivführers zu erlernen. Es bedarf einer Übungsstrecke zu Ausbildungszwecken. Okay. Derweil nähren Indizien horrible Gerüchte über die Ernährung der indigenen Sippen. Errichte im markierten Gebiet eine Teststrecke. Mit zwei kleinen Bahnhöfen und einem Depot. Die wirklich keinem Zweck dann wahrscheinlich dienen, weil hier hinten ist ja gar nichts. Ist aber hier vorne, könnte man was Nützliches bauen und dann kann man den Bahnhof vielleicht hier mit der Strecke später verbinden. Ansonsten werde ich das Ganze möglichst einfach gestalten, damit wir nicht so viele Kosten haben. Ein kleiner Bahnhof reicht ja hier auch. Zwei kleinen Bahnhöfen, ein Depot. Also könnte ich im Prinzip ja den Bahnhof hier hinten auch platzieren. Oder sogar hier vorne schon. Dann machen wir das so und dann bauen wir da selber noch eine Straße ran. Oder geht das gar nicht? Straßen hier. Wir dürfen keine Straßen bauen. Okay, danke. So viel dazu. So, Gleise. Die dürfen wir aber noch verlegen. Und ein Depot errichten. Damit potenzielle Passagiere nicht sofort verschreckt werden, muss das korrekte Führen des Fahrzeugs erst einmal praktiziert werden.
Ah, okay. Derweil erreicht dich die schwer verdauliche Kunde, dass deine Fachkraft einem blutrünstigen Kannibalenstamm zum Opfer gefallen sein soll. Also was wir hier wieder für böse Gegenden erwischt haben, beim letzten Mal schon irgend so ein Monster. Lok fahren lassen. Okay, dann holen wir jetzt irgendeine Lok. Gut, die Auswahl ist sowieso nicht groß. Komm, das reicht. Ja, vermutlich. Natürlich auch laufende Kosten, aber naja, man muss die Leute natürlich auch erstmal ausbilden. Habe ich jetzt gar nicht keinen Zug gekauft? Hatte ich doch schon, oder was? Wo haben wir denn die Übersicht aller verfügbaren Züge? Hier haben wir nur die Linien. Linie 1, Linie 3. Hä? Ich probiere es mal nochmal. Habe ich mich wahrscheinlich verklickt. Ich hätte gedacht, ich hätte schon hier eine Lokomotive erworben. Ja gut, dann fahrt mal umher, übt ein bisschen. Wir gucken, wie die Auslastung ist. 16, kriegt er mit, ja. Das können wir auch noch ordentlich steigern. Dann warten die auch nicht so lange. Wie macht man das denn am besten? Linie 1. Wir ersetzen das Fahrzeug. Obwohl, der ist so langsam. Ne, wenn wir da noch mehr Waggons hätten ranhängen, dann klappt das auch nicht. Wenn wir dürfen, würde ich eher noch einen zweiten Zug erwerben. Wir dürfen nicht. Schade. Dank deiner zuverlässigen Lieferungen funktioniert die Fabrik völlig formidabel. Allerdings wäre sie sehr wohl in der Lage, weit mehr, ja geradezu kolossale Kapazitäten an Kaffee zu verarbeiten. Du solltest erwägen, das Transportvolumen zu vergrößern, denn Kaffee aus der Kolonie ist in den Salons des Kontinents eine überaus gefragte Ware. Ja, daran war ich gerade sowieso interessiert. Die Fabrik angemessen mit Kaffeefrüchten zu versorgen. Damit ein zweiter Zug die Strecke befahren kann, ist eine Ausweiche vonnöten. Wie in Mission Nummer 1. Ich äußere meine Gedanken und dann dürfen wir sie auch umsetzen. Wir sollten in der Ausweiche aufeinander warten. Dies erfordert das Setzen von Signalen. Zur absoluten Auslastung der Anlage bedarf es einer weiteren Komposition. Jetzt dürfen wir also auch den nächsten Zug erwerben. Wo die Kaffeeproduktion gedeiht, erblühen auch Wirtschaft und Wohlstand. Dank der Eisenbahn ist die Hafenstadt Surabaya zum lebendigen Umschlagplatz für zahllose Güter und Dienstleistungen geworden. Allerlei Volk aus allen Winkeln der Insel möchte hier gewinnbringende Geschäfte tätigen. Deshalb hatte ich die Kolonialverwaltung beauftragt, eine Passagierlinie von Semarang nach Surabaya einzurichten. Ja, das ist schon eine gute Strecke. Zeit, eine Strecke zu errichten, die bald schon die wichtigsten Handelsknotenpunkte in Javas Osten verbinden wird. Sind wir wieder festgelegt, wo ich was bauen muss? Kopfbahnhof? Ja, auf jeden Fall. Kunde. Der Lokomotivführer ist heil zurückgekehrt. Während du ihn in den Mägen von Wilden wähntest, hat er sich indes unverblümt im Urwald vergnügt.
Solcherlei Verfehlungen kannst du natürlich nicht dulden und musst den guten Mann leider entlassen. Wir machen mal noch das Höhenprofil hier an. Und dann setzen wir die Gleise. Wo müssen wir ankommen? Ach, da vorne. Ah, das ist jetzt nicht ganz optimal. Die Bahn ist vollendet, die Neugierde groß. Nun wird sich zeigen, ob der Passagierverkehr tatsächlich ein lohnendes Unterfangen ist. Na, ich denke mal schon. Was wir machen können, den Anfang hier nutzen. Ach, dürfen wir wieder nicht? Doch. Ein formidables Unternehmen wie deines erfordert eine angemessen exquisite Niederlassung. Und du bist schließlich nicht irgendwer. So, falls wir denn später zwei Züge haben. Okay, frohe Kunde. Genau. Jetzt dürfen wir hier die Strecke gleich in Betrieb nehmen. Vorher noch ein Depot errichtet. Machen wir mal hier unten hin, dann wird das Ganze nicht so teuer. Und 1, 2, 3, 4 machen wir wieder. Stimmt, wir haben ja noch gar keine Linie. Okay. Wichtig ist, dass wir dann auch noch die gesamte Stadt hier schön anbinden. Mit einigen Haltestellen. Ja, machen wir mal so. So viele Haltestellen braucht man eigentlich nicht, aber dann haben es die Fahrgäste noch ein bisschen bequemer, müssen nicht ganz so weit gehen. Wobei das ist natürlich dann schon ein großer Umweg, das bauen wir anders. Genau. Dann müssen die hier nicht einmal im Kreis fahren, das wäre ja nun wirklich Quatsch. Okay. Nehmen wir das Depot, komm. Wir sind sparsam. Wir nehmen dieses Depot. Oh, hier. Neues Fahrzeug. Ist aber ein bisschen langsamer. Verursacht auch mehr Emissionen. Das wird später auch noch interessant. Wir erwerben es jetzt trotzdem mal. Und das Ganze werden wir auch hier oben jetzt angehen. So ist der Bahnhof mit dabei. Ja. Hier, dahin und dahin. Hier müssen wir jetzt aber ein Depot errichten. Das geht nicht anders.
Wir machen es mal ein bisschen außerhalb, damit hier noch viel Platz ist für weitere Häuser. Und wir sagen 3 Fahrzeuge für Linie Nummer 6. Also dann sind die beiden Städte wirklich gut miteinander verbunden. Und es wird auch nötig, weil momentan ist hier noch keiner unterwegs. Ist vielleicht aber auch besser, weil bei dem Qualm kriegt man doch gar keine Luft mehr.